Ja, hallo Leute, zunächst zwei Sachen zu den letzten Videos. Und ich habe den Ton nicht lauter gestellt, das hängt vom Gerät ab. Ich kann das Gerät nicht ändern. Jetzt ist es wieder leiser für manche. Muss man halt lauter stellen, ich kann daran nichts ändern. Zum Kulturmarxismus-Video, da war eine Bemerkung drunter, das hatte sehr viele Likes, deswegen was dazu sagen. Ja, das Einkommen ist so niedrig und deswegen müssen zwei Leute arbeiten. Ja, also ich weiß nicht, wie es gemeint war. Wenn es Nettoeinkommen gemeint war, dann ist das richtig. Dazu gehe ich auch ja in meinem ersten Buch schon ausführlich drauf ein. Und ich habe auch ein Video gemacht, die Staatsmatrix vor einigen Jahren. Das lade ich gerade neu hoch, wird im Anschluss dann hoffentlich kommen. Im Moment ist das Internet gerade down. Es ist ganz komisch, wenn ich bestimmte Suchbegriffe eingebe, ist das Internet plötzlich weg. Auf Facebook kann ich im Moment gar nichts posten. Seltsam. Ja, also während Facebook nicht geht, gehen alle anderen Seiten. Also ich weiß nicht, ob das Teil der Zensur ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall seltsam, dass ich auf Facebook vorher gar nichts posten konnte, obwohl die anderen Webseiten gegen YouTube zum Beispiel. Im Moment geht gerade YouTube nicht. Es ist richtig, das ist Teil der kommunistischen Strategie, das hat Lenin schon gesagt, den Mittelstand zu zerreiben zwischen Inflation und Besteuerung. Wir haben über alle Steuern mindestens 70% Steuern und Abgaben und die Inflation kommt noch oben drauf. Dadurch müssen beide Eltern arbeiten. Ihr müsst euch ja nur vorstellen, in den 50er Jahren hat es gereicht, wenn der Mann gearbeitet hat. Seitdem hatten wir aber einen enormen technischen Fortschritt. Ich rechne das in meinem Buch genau aus. Also man müsste, wenn man damals zwei Kinder ernähren konnte, müsste man heute locker 10 ernähren. Das heißt, es war ganz wichtig, dass der Kulturmarxismus flankiert wird dadurch, dass die Menschen immer mehr besteuert werden und der Mittelstand vernichtet wird. Das ist Teil der kommunistischen Strategie. Ist auch egal, ob es jetzt die damalige KPD war, diese kommunistische Strategie, die besteht schon seit Jahrtausenden unter immer anderen Vorzeichen. Dazu werde ich auch mal was machen. Heißt halt im Moment Kommunismus, aber das ist das alte totalitäre System im neuen Gewand. Und die Strategien sind auch uralt. Aber das ist eben auch Teil, heute halt der Rockefeller, Rothschilds und Soros. Das sind aber nur Nachfahren derjenigen, die das System entwickelt haben. Und da gehört die Zerstörung der Familie dazu. Und das leitet über auf Tom Hanks. Hat auch einer gepostet, gleich mit der Beleidigung, deswegen habe ich ihn gesperrt, aber inhaltlich war es richtig, das war nicht seine Tochter, sondern sie hat seine Tochter gespielt, aber das ändert ja nichts dran. Das Wichtige war ja nicht, ob das seine Tochter ist oder nicht, das war eine 8-jährige Schauspielerin angeblich, im Film war sie 6. Das heißt, hier wurde eine 8-jährige dazu gebracht, zu sagen, rede schmutzig mit mir, talk dirty to me. Und das ist nach einer weiterführenden Definition schon sexueller Missbrauch, wenn man Kinder mit sexuellen Inhalten konfrontiert. Und es ist Teil des sogenannten Grooming-Prozesses. Das müsst ihr googeln, da gibt es gar kein deutsches Wort dafür. Child Grooming, also ein Kind anzulocken mit Dingen, die Kinder mögen. Das kennt man eigentlich, also Süßigkeiten und so weiter. Und dann immer mehr in sexuelle Handlungen zu gehen, also auch verbal und so weiter. Wir haben also im Prinzip einen Child Grooming Prozess dort gesehen, auch wenn es als Parodie getarnt war. Ja? Ob das jetzt dem Tom Hanks selber bewusst war oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe noch ein bisschen recherchiert zu der einen, die ihn da beschuldigt, weil gleich einer bei mir drunter geschrieben hat, die ist fake. Also, dass die fake ist, habe ich nicht raus recherchieren können, aber man kann auch nicht sagen, ob sie echt ist. Die hat leider keine Webseite, sondern nur die Twitter. Also ihr Twitter-Account, wo sie viele Behauptungen aufstellt. Unter anderem hat ihr Vater gesagt, sie lügt, aber laut ihrer Aussage gehört ihr Vater zu denjenigen, die sie missbraucht haben. Also ist jetzt schwer zu sagen in dem Fall. Wie gesagt, da muss man immer vorsichtig sein. Aber das ganze Thema, da werde ich auch noch mal was Ausführlicheres dazu machen, weil das leider epidemisch ist. Ja. Gut, das zu den vergangenen beiden Videos und jetzt zum unfassbar neuen Thema. Am liebsten würde ich als Überschrift wählen, dass die UN Lager vorbereitet für Einwanderungskritiker, aber man wird schon für Überschriften inzwischen auf YouTube gesperrt und das ist schon in Vorwegnahme dieses Gesetzes beziehungsweise dieser Vereinbarung. Wahrscheinlich wegen Fragezeichen dahinter setzen oder so, aber es ist eigentlich völlig eindeutig.
Ich werde euch das vorlesen. Also, das ist jetzt Teil des Migrationspaktes. Das heißt, das soll weltweit angewandt werden. Weltweit. Ich werde euch den Link dazu geben. Und auch jetzt eine deutsche Übersetzung. Ich nehme jetzt die DeepL-Übersetzung, die ist ziemlich gut. Die werde ich dann in das Video packen. Aber die ist schon fast eins zu eins richtig. Und das ist der Hammer, was da drin steht. Wir verpflichten uns, alle Formen der Diskriminierung zu beseitigen. Alle Formen der Diskriminierung zu beseitigen, was die natürlich als Diskriminierung definieren, das wissen wir ja. Also zum Beispiel bedeutet Diskriminierung beseitigen, dass in Amerika zum Beispiel Minderheiten bevorzugt werden. Das heißt, diejenigen, die mehr leisten, werden diskriminiert. Also die meinen ja das genaue Gegenteil damit. Zu beseitigen Äußerungen, Handlungen und Erscheinungsformen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz gegenüber allen Migranten im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsformen zu verurteilen und zu bekämpfen. Wir verpflichten uns ferner, einen offenen und evidenzbasierten öffentlichen Diskurs über Migration und Migranten mit allen Teilen der Gesellschaft zu fördern, der in dieser Hinsicht eine realistischere, humanere und konstruktivere Wahrnehmung erzeugt. Also auf Deutsch. Die meinen ja, das jetzige wäre nicht konstruktiv. Das heißt, die jetzige Propaganda, die es schon gibt und die alle Fakten weglässt, die ist denen noch nicht konstruktiv genug. Das heißt, sie wollen noch mehr Lügen, noch mehr Propaganda streuen. Wir verpflichten uns auch, die Meinungsfreiheit im Einklang mit dem Völkerrecht zu schützen und erkennen an, dass eine offene und freie Debatte zu einem umfassenden Verständnis beiträgt von allen Aspekten der Migration. Also erst sagen sie im ersten Satz, sie wollen Hassdelikte verfolgen, aber eine freie Debatte fördern und hier wieder Orwellsches Neusprech, die Maßnahmen dazu, Gesetze zu erlassen, umzusetzen und oder aufrechtzuerhalten, die Hassdelikte und verschärfte Hassdelikte gegen Migranten ahnden, gegen Migranten speziell, ahnden und Strafverfolgungsbehörden und andere Beamte ausbilden, um solche Verbrechen und andere Gewalttaten, die gegen Migranten gerichtet sind, zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren. Also Pre-Crime, also wie in den schlimmsten dystopischen Filmen, Pre-Crime, verhindern, bevor sie überhaupt stattfinden. Und dann der nächste Hammer, Migranten und Gemeinschaften zu ermächtigen, gegen Migranten gerichtete Gewalttaten anzuprangern. Das heißt, ein Blockwartsystem. Das wird auch wahrscheinlich meine Überschrift sein, für das ich dann wahrscheinlich gesperrt werde. Also hier soll ein Blockwartsystem errichtet werden, in dem sie über verfügbare Rechtsbehelfe informieren und sicherstellen, dass diejenigen, die sich aktiv an der Begehung eines gegen Migranten gerichteten Hassverbrechens beteiligen, Hassverbrechen bedeutet Einwanderungskritik, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften zur Rechenschaft gezogen werden. Der nächste Hammer, Förderung einer unabhängigen, objektiven und qualitativ hochwertigen Berichterstattung über Medien, einschließlich internetgestützter Informationen, unter anderem durch Sensibilisierung und Aufklärung der Medienfachleute über migrationsbedingte Fragen und Begriffe, Investitionen in ethische Berichterstattungsstandards und Werbung und Einstellung der Bereitstellung öffentlicher Mittel oder materielle Unterstützung der Medien, die systematisch Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und andere Formen der Diskriminierung von Migranten fördern, unter voller Beachtung der Freiheit der Medien. Also, das ist auch der Hammer, das ist Punkt C. Ja. Erstens geben die hier zu, dass jetzt schon mit öffentlichen Mitteln Medien gefördert werden, weil da geht es ja darum, die Förderung einzustellen, wenn man sich nicht an deren Standards hält. Und das ist auch so, durch Anzeigen werden jetzt schon die Mainstream-Medien brutalst unterstützt bei uns, da geht es um Millionen, ja, die werden damit über Wasser gehalten. Und natürlich Medienfachleute, das sind dann so Fachleute wie der Herr Pfeiffer, der uns vorlügt, dass es keine höhere Kriminalität bei Migranten gäbe, sondern das läge am erhöhten Anzeigeverhalten gegenüber Migranten, was absoluter Blödsinn ist, als ob irgendjemand, der vergewaltigt wird oder beraubt wird, jemand keine Anzeige erstattet, weil es ein Deutscher ist. Das ist so ein unfassbarer Schwachsinn. Ja. Ja, Mechanismen zur Verhütung, Aufdeckung und Reaktion auf rassistische, ethische und religiöse Profilerstellung von Migranten durch Behörden,
sowie systematische Fälle von Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, einschließlich Verfolgung und Veröffentlichung von Trendanalysen und Gewährleistung des Zugangs zu wirksamen Beschwerden und Rechtshilfsmaßnahmen. Das muss ich jetzt sogar auf Englisch nachlesen, ob das wirklich stimmt. Ja, tatsächlich. Ich muss auf Englisch vorlesen, weil das ist so unglaublich. Establish mechanisms to prevent, detect and respond to racial, ethnic and religious profiling of migrants by public authorities. Es sollen also Mechanismen erstellt werden, die verhindern, dass man die ethnische Zugehörigkeit von Verbrechern erfasst, zum Beispiel. Was ja sowieso nicht gemacht wird. Ja? Aber das wollen sie jetzt zusätzlich noch bekämpfen, dass man eben eine Statistik erstellt, wie viele Verbrechen eigentlich durch Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund begangen werden. Und ich habe zig Videos darüber gemacht, dass die Rate viel, viel höher ist bei Migranten. Punkt E. Migranten, insbesondere Migrantinnen, Zugang zu internationalen Beschwerden und Rechtsbehilfe und so weiter. Also es gibt ein besonderes Recht für Migranten und soll Beschwerde- und Rechtsbehelfsmechanismen errichtet werden. Also wieder hier ein Sonderrecht für Migranten. Es gibt bei uns genug Gesetze. Ja, wenn einer ein Opfer eines Verbrechens wird, dann kann er ganz einfach zur Polizei gehen. Hier werden also Sonderbehörden geschaffen, extra für Migranten. Sensibilisierungskampagnen für Herkunfts-, Transit- und Zielgemeinden fördern und so weiter. Migranten, politische, religiöse und kommunale Führungskräfte sowie Pädagogen und Dienstleistungserbringer zu verpflichten, Fälle von Intoleranz, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Diskriminierung von Migranten und Diaspora aufzudecken und zu verhindern und Aktivitäten in lokalen Gemeinschaften zu unterstützen, um die gegenseitige Achtung zu fördern, auch im Rahmen von Wahlkampagnen. Hier, engage, nochmal auf Englisch, damit ihr nicht glaubt, dass das Quatsch ist, liebe Leute. Engage migrants, political, religious and community leaders to detect and prevent incidences. Das ist hier nochmal das Blockwartsystem. Politische Führungskräfte, politische, religiöse und kommunale Führungskräfte werden zu einem Blockwartsystem verpflichtet. Der nächste Schritt sind Lager, beziehungsweise es ist eigentlich der dritte Schritt. Ich werde es wahrscheinlich in die Überschrift tun mit Fragezeichen, damit die mich nicht zensieren, diese jetzt schon bestehenden Zensurbehörden. Also, es heißt hier, das ist ganz eindeutig, ihr könnt es nachlesen, die Kriminalisierung von Einwanderungskritikern. Das heißt, man sperrt sie ein. Und ob im Gefängnis oder im Lager, ist am Ende egal. Aber nach diesen Definitionen hier wird das Tausende betreffen. Das heißt, man muss Lager für Einwanderungskritiker schaffen. Weil nach diesen Definitionen ist jeder, der Kritik an der Einwanderung übt, kriminell. Ich werde es verlinken. Das heißt, hier werden Lager vorbereitet. Lager für Einwanderungskritiker. Und zwar in dem Pakt für Migration, den angeblich nur zwei Länder nicht unterschreiben wollen, nämlich Ungarn und USA. Die haben schon FEMA-Lager vorbereitet, aber jetzt ist der Trump dran, weiß man nicht, ob er es durchzieht. Ja. Und das darf man auch nicht vergessen, die Lager gibt es ja bereits. Es werden jetzt überall Lager gebaut. Ja, die Migranten sind aber keine Migranten mehr, sondern über den Familiennachzug, die werden ja gar nicht als Asylbewerber mehr gezählt, sondern die werden ja direkt in die Wohnungen verschafft. Ihr müsst nur die Interesse anschauen, überall werden Wohnungen gebaut. So, und dann haben wir, und gleichzeitig Lager. Jetzt aus Berlin hat mir jemand, der bei uns sich fürs Auswandern interessiert, gesagt, irgendwo da 50 Lager auf einem Platz. So, was meinen Sie da mit den Lagern? Die kannst du auch umfunktionieren für Einwanderungskritik. Also, die bauen auf gar keinen Fall umsonst. Also das, was am 11.12. dort beschlossen werden soll, also das genaue Datum schreibe ich dann in die Überschrift. Das kannst du in deinen wildesten Albtraum. 11. Juli 2018 war der Draft und beschlossen werden soll es im Dezember, am 11. Dezember, glaube ich, 2018. Dann ist Schicht, 10. und 11. in Marokko soll es unterzeichnet werden. Dann ist die rassistische, gegen die autochthone Bevölkerung gerichtete Diktatur errichtet.
Das ist Wahnsinn.